Hallo und hallo, hier ist wieder euer Michael von der Biokoch. Heute wieder mit Infos aus dem Kräuterkarten. Ihr seht hier Thymian, genauer gesagt Zitronenthymian. Das ist ein Thymian, der noch einen Hauch Zitrone mit drin hat. Passt dadurch natürlich sehr gut zu Fisch, aber auch zu vegetarischen Gerichten oder wenn man Curry selber macht. Wie ihr seht, ist es nicht mehr ganz so schön. Wir haben Oktober. Googelt am besten mal auf meiner Seite nach Thymian, da seht ihr sehr, sehr viele Gerichte. Es ist natürlich auch Bestandteil von Kräuter der Provence oder von italienischen Kräutern. Es ist wirklich eins meiner Lieblingsgewürze.